Noch ist hier auf der EICMA vieles verdeckt, aber schon bald, das könnt ihr mal glauben, sind die Neuheiten hier offiziell und immer mehr Hersteller setzen auf Automatikantrieb in ihren Reiseflaggschiffen und was sonst noch alles neu ist für 2025, speziell aus der Wolfsperspektive, also immer mit einem Blick auf die Reise-Enduro-Neuheiten, das erfahrt ihr in dem Video. Ja, grüß euch Freunde bei Wolfsberg und TourTV. Ich bin also rechtzeitig zurückgekommen von meiner Kaukasus-Tour, um quasi direkt danach die Reise-Enduro-Neuheiten für euch unter die Lupe zu nehmen. Nicht nur Reise-Enduro-Neuheiten, ich will mich überhaupt auf Reise-Motorräder auf Bike und Tour konzentrieren, also durchaus auch Motorräder für die Straße, mit denen man auf Tour gehen kann. Aber der Schwerpunkt wird, wie immer, auch heute bei den Reise-Enduros liegen. Stichwort Reisemotorräder für die Straße. Yamaha hat der Tracer 9 nicht nur eine neue Optik spendiert, sondern sie wirklich grundlegend überarbeitet und erstmals es auch mit dem neuen Automatikgetriebe. Ihr seht, ihr sucht hier am Kupplungshebel vergeblich. Also das ist ja wirklich das Auffälligste an den neuen Modellen oder an diesem Modell ja, dass jede Menge Hersteller erstmals auf Automatik setzen, dass also Honda das mit dem Doppelkupplungsgetriebe nicht mehr exklusiv hat. Natürlich müssen sich diese ganzen Systeme erst beweisen, ob sie so zuverlässig sind wie jenes von Honda. Aber es ist auf alle Fälle eine Riesenbereicherung für den Markt. Und diese Tracer 9 hier in der GT Plus Variante, also voll ausgestattet, das ist schon ein tolles Reisemotorrad. Der CP3 ist ja ein bekannter Motor, der Triple, jetzt auch auf Euro 5 Plus getrimmt. Auf den Test bin ich schon echt gespannt. Sie hat auch ein größeres TFT-Display verpasst bekommen. Die werden auch immer riesiger. Windschild ist während der Fahrt mit der Hand einfach zu verstellen. Neun Sitz. Also sehr, sehr spannendes Motorrad. Die Tracer 9. Ein umfangreiches Modellupdate hat auch die, man muss es schon sagen, gute alte Tenere 700 bekommen. Nicht nur ein neues Design, also mit einer neuen Lichtmaske, mit ein bisschen veränderten Plastiks, sondern der Tank ist auch ein bisschen weiter nach unten und nach vorne gewandert. Wir haben serienmäßig auch größere Fußrasten dabei, die man von der World Raid her kennt. Und Elektronik hat Einzug erhalten in die Tenere 700. Wir haben jetzt auch erstmals Fahrmodi. Wir haben ein neues TFT-Farbdisplay. Die Bedienung erscheint mir recht logisch mit diesem 5-Wege-Joystick. Die Sitzbank ist einteilig jetzt. Auch das Fahrwerk hat ein Upgrade bekommen. Ist jetzt voll einstellbar. Die Handguards in der Farbe des Motorrads. Und es gibt natürlich auch wieder eine Rallye-Variante mit der klassischen Lackierung, mit einem mehr an Federweg, an soliden Motorschutz unten.
Auch die hat das neue, größere TFT-Display. Man kann jetzt wählen zwischen ABS vorne und hinten, ABS nur vorne, also hinten deaktiviert, und völlig wegschalten. Das kannst du hier mit diesem ABS-Knopf tun. Damit deaktivierst du nicht nur das ABS, sondern auch die Traktionskontrolle. Also kannst du, wenn du die Straße verlässt, sehr, sehr schnell alles richtig eingestellt haben für deine Bedürfnisse. Also alles deaktiviert, was Offroad stören könnte. Jo. Hoher Kotflügel, schaut schon richtig schnittig aus, auch die neue Maske, ein bisschen schlanker geworden. Und vor allem der Tank ist um eine Spur nach vorne und nach unten gewandert, was punkto Schwerpunkt sicher kein Nachteil ist. Die Bodenfreiheit beträgt 240 mm bei der Standard Tenere und 225 mm bei der niedrigen Variante. Die Sitzhöhe 875 beim Standardmodell bzw. 860 bei der niedrigeren Variante. Federweg beträgt 210 mm vorne und 200 mm hinten bzw. 190 und 180 mm beim niedrigeren Modell. Und der Motor leistet auch in der Euro 5 Plus Version 73,4 PS. So, Dala, ich bin jetzt bei der aktuell stärksten Reiseenduro am Markt, der KTM 1390 Super Adventure S Evo mit Automatik. Da zeigt KTM wieder einmal, was möglich ist, und bringt den Ready-to-Race-Gedanken ins Reisesegment. Bin echt schon gespannt, die zu fahren. Wie auch die Automatik funktioniert. Aber das ist längst nicht alles. KTM brennt ein wahres Neuheitenfeuerwerk ab. Hier haben wir die normale Super Adventure S, also ohne dem Automatikgetriebe. Selbstverständlich alles mit elektronischer Suspension. Mit dem neuen riesigen TFT-Display. Und da haben wir die R-Variante für diejenigen, die eine Big-Reise-Enduro auch wirklich artgerecht bewegen wollen, mit Top-Federelementen. Wie gesagt, 173 PS. Aber KTM hat nicht nur jede Menge Neuheiten im obersten Big Enduro Bereich, sondern auch unten, und auf die bin ich schon ganz besonders gespannt, auf die neue KTM 390 Adventure R. Also mit 21 Zoll Vorderrad, 18 Zoll Hinterrad. Das ist jetzt eine richtige KTM, sage ich jetzt einmal. Das ist wirklich ein Reise-Enduro, so wie man es sich vorstellt, also in dem 390er-Bereich, weil die alte 390 Adventure war schon super, ist wirklich ein universelles Bike gewesen, aber nicht so mit diesem letzten, mit dieser letzten Radikalität, was Offroad-Performance anbelangt. Und da sind wir jetzt schon in einem Bereich, wo man sagen muss, mit dem Teil kann man wirklich ins Gelände, kann man ernsthaft ins Gelände. Okay, Freunde, da sehe ich etwas, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht in allerletzter Konsequenz mit dem niedrigen Auspuff. Da wird es hoffentlich auch einmal eine Aftermarket-Lösung geben mit einem hohen Auspuff auch für Wasserdurchfahrten. Ihr wisst, das ist schon auch ein Argument, aber ansonsten, wenn ich mir die anschaue, das ist schon eine richtige Reise-Enduro in diesem A2-Führerscheinbereich.
Und auch das ist noch nicht alles, was KTM hat, weil wir haben auch eine 125 Enduro R und eine 390 Enduro R. Also für alle Leute, die jetzt nicht unbedingt den großen Tank der Adventure wollen oder brauchen, die wirklich sagen, sie wollen ein Dual-Sportmotorrad, ein leichtes, für die ist diese 390 Enduro R oder auch die 125 Enduro R sicher eine interessante Geschichte. Hier haben wir auch den Auspuff höher und ich kann mir eben vorstellen, ohne es jetzt noch erfragt zu haben, dass es so eine Möglichkeit auch für die 390 Adventure R geben wird. Ich hoffe es jedenfalls. Aber das ist natürlich auch was für Antet, für so Offroad-Reisen, ein richtiges Dual-Sport-Motorrad. Und die ganze Geschichte gibt es natürlich auch als SMCR, also sowohl die 125 SMCR als auch die 390 SMCR. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das ein richtiger Kassenschlager wird, den ja KTM brauchen könnte, keine Frage, weil man damit auch die jungen Fahrer abholen kann. Ihr wisst, Supermotos sind sehr, sehr beliebt bei der jungen Klientel und mit den 17 Zoll Rädern ordentlich Federweg ist das ganz sicher ein Spaßmacher allererster Güte, egal ob jetzt die 390 SMCR oder die 125 SMCR. Also ich kann nur sagen, KTM hat da ein richtiges Modellfeuerwerk abgebrannt, speziell für die Enduro-Fahrer unter uns oder die Supermoto-Fahrer unter uns. Angefangen eben von einer 125 Enduro R bis hin zur 1390 Super Adventure S Evo. Gibt es da wirklich für jeden wahrscheinlich das Passende. Das 890er Segment ist unberührt geblieben, die ist ja auch wunderbar, das ist ganz einfach auch eine Reise-Enduro, die so diesen Kompromiss zwischen Langstreckentauglichkeit und Offroad-Tauglichkeit sehr, sehr gut kann, aber brauchen wir über die jetzt gar nicht viel reden, weil es eben so viele Neuheiten hier gibt am KTM-Stand und da wird es ganz sicher auch einige spannende Wolfstests im Jahr 2025 geben. Also hier noch einmal ein Blick auf die Super Adventure R, also die 1390 Super Adventure R und hier haben wir das Ganze dann in der Automatik-Variante mit der Super Adventure S Evo, mit der ich vielleicht dann eine Reise mit Sozia zusammenbringe. Schauen wir mal. Und auch für die Straßenfraktion, für die flotte Reisefraktion gibt es was Neues und zwar die 1390 Super Duke GT mit 190 PS, 145 Newtonmeter Drehmoment. Auch mit dem breiten Display. Ja, das schreit auch nach einem Straßentest. Ihr wisst, Reisemotorräder sind auf Bike & Tour immer willkommen. Und die Super Duke GT ist ganz einfach ein Reisemotorrad, mit dem man definitiv schneller am Ziel sein wird. Das da, wenn man so will, am BMW-Stand ist natürlich die neue R1300 GS Adventure.
Aber mich persönlich interessiert zumindest genauso ein Concept-Bike, eine Studie, und zwar die F450 GS, die auch schon im nächsten Jahr kommen soll und die richtig Offroad-tauglich erscheint. Einziges kleines Manko, wenn ich jetzt so auf den ersten Blick mir das anschaue, man ist nicht die letzte Konsequenz gegangen und hat ja ein 19 Zoll Vorderrad spendiert, aber ansonsten kommt man das schon sehr, sehr Offroad-tauglich, reisetauglich, wenn man so will, und auf alle Fälle Wolfstest-tauglich daher. Also die würde ich schon gerne mal ausprobieren. Mit 48 PS und einem angestrebten Gewicht von 175 Kilo dürfte es auf alle Fälle eine sportlichere Variante einer A2-Reise-Enduro sein, die auch wirklich optisch was hermacht und wahrscheinlich trotz 19 Zoll Vorderrad auch abseits der befestigten Wege einiges können wird. Wow, very, very, very fantastic. Eine kleine Renaissance, oder wenn man sagen will, vielleicht sogar das Comeback des Jahres, findet man am Suzuki-Stand, und zwar mit der DRZ 4S und 4SM. Damit hat Suzuki die beliebte DRZ 400 wieder auferstehen lassen, mit der heute noch sehr, sehr viele Leute mangels Alternativen auf große Reise gehen, die sich wirklich anbietet für die Offroad-Reise. Und ich sage jetzt einmal, das ist jetzt nicht nur eine wunderbare straßenzugelassene Enduro mit ordentlichen Federwegen, sondern auch wahrscheinlich für den einen oder anderen die Basis für ein Reisemotorrad, für die Offroad-Reise, für einen Tet oder sowas. Und an der anderen Hand, die Supermoto wird das junge Publikum ansprechen. Also da hat Suzuki vieles richtig gemacht mit den beiden Modellen. Kurz zu den Eckdaten. Wir haben einen 398 Kubik Einzylindermotor mit 38 PS Leistung und 37 Newtonmeter. Die 38 PS stehen bei 8000 Umdrehungen zur Verfügung. Das maximale Drehmoment von 37 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen. Und das ist eine richtige Enduro. Und zwar mit 21 18 Zoll Rädern, mit einer Bodenfreiheit von 300 mm, mit 280 mm Federweg vorne und 296 mm Federweg hinten. Und das Ganze wiegt nur 151 Kilo. Also das ist wirklich die Basis für ein wunderbares Offroad-Reisemotorrad. Erinnert mich stark von den ganzen Komponenten an meine CCM GP450 zu Hause, die ein bisschen stärker ist, aber trotzdem. Bravo, Suzuki! Bei den V-Stroms hat sich weniger getan. Die 800D hat hier eine neue Farbvariante gekriegt. Die gelbe ist unverändert. Und die 800 ohne DE hat zwei neue Farbvarianten. Eine rote und eine silberne, was man am Suzuki-Stand aber vermisst, ist die 650er V-Strom. Die hat jetzt die Euro 5 Plus Norm nicht mehr geschafft, wird aber 2025 trotzdem noch im Programm sein, weil es für die bestehende Stückzahl eine Sondergenehmigung, eine Sondererlaubnis gegeben hat. Wie es dann 2026 damit ausschauen wird, ich sage jetzt einmal, die Zeichen stehen eher auf Abschied. Also wenn man eine V-Strom 650 noch will, dann sollte man wahrscheinlich 2025 zuschlagen und eine aus dem Lagerbestand holen und ansonsten mit der 800er und der 800DE gibt es ja sowieso eine sehr, sehr leibende Nachfolgerin, wenn man so will.
mit der Husqvarna Norden 901 habe ich ja schon einige Erfahrungen. Bin gerade erst zurückgekommen eben von der Kaukasusreise. Und das ist das 2025er Modell von der Expedition. Hat nicht nur neue Grafiken, sondern auch ein paar Detailänderungen, speziell was die Traktionskontrolle betrifft. Da haben wir jetzt 10 Stufen. Aber prinzipiell ist das eher eine Modellpflege. Schreibt es unten rein in den Kommentaren, welche euch besser taugt, die neue graue oder die blaue, die ich noch zu Hause stehen habe, mit der ich ja noch einen letzten finalen Test mache bei der Husqvarna Trek in Spanien, unmittelbar nach der EICMA. Würde mich auch interessieren. Da haben wir die Enduro Veloce von MV Agusta. Von der habe ich ja schon 3 Videos insgesamt am Kanal. Da ist nichts passiert gegenüber dem Vorjahr. Eine wunderbare Dreizylinder-Reise Enduro. Grundlegend überarbeitet ist auch die Versys 1100 mit 135 PS, ein Crossoverbike, mit dem das Reisen wirklich Spaß macht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich schauen werde, dass ich 2025 diese überarbeitete, abgegradete Variante auch einmal zum Testen kriege. Versys 1100S, definitiv ein Motorrad, mit dem es auch zu zweit Spaß macht. Also der Mel hat es immer sehr, sehr taugt da hinten drauf, aber das sieht man schon, wenn man sich dieses Polster da anschaut, diese Sitzbank anschaut, dann sieht man, dass Komfort groß geschrieben ist bei der Versys, die aber trotzdem richtig sportliche Gene in sich hat mit dem 17 Zoll Vorderrad, richtig handlich zum Fahren ist. Also ich würde sagen, jetzt wo ich ein bisschen mehr Zeit habe als früher, schreit das auf alle Fälle auch wieder nach einem gescheiten Wolfstest mit Sozia-Check. Ein Dauerbrenner ist natürlich auch die Versys 650, jetzt Euro 5 Plus konform. Es muss nicht immer Offroad sein. Definitiv ein wunderbares Alltagsmotorrad und ein Motorrad, das für die Reise bereit ist und vielleicht für Einsteiger ins Reisesegment. Und richtig spannend finde ich auch dieses Gebilde hier, Live Sorali Ride It, KLE, established 1991. Ob das vielleicht ein Vorbote für eine künftige Kawasaki KLE ist, schauen wir mal. Ich würde mich auf alle Fälle bereit erklären, sie zu testen. Das wäre mal eine richtige Überraschung von Kawasaki. Ein Highlight ist meiner Meinung nach auch die neue Aprilia Touareg Rally. Die Touareg ist ja prinzipiell schon ein unterschätztes Adventure-Bike, das wirklich gut funktioniert, sehr, sehr zugänglich ist, einsteigerfreundlich ist, was die Offroad-Fähigkeiten betrifft. Und in der Rallye ist alles noch um einen Spur aggressiver, der Sitz ist um 20 mm höher, wir haben einen robusteren Motorschutz, robustere Handschützer. Durch den Auspuff und die Speichenräder konnte man das Gewicht des Fahrzeugs auch auf unter 200 Kilo vollgetankt bringen. Auch das Standardmodell von der Touareg hat eben diese optischen Änderungen bekommen. Und du kannst da auch die ganzen Teile, die bei der Rallye serienmäßig sind, für die Standard Touareg dazu kaufen. Wie gesagt, für mich eine der
richtig leibenden, unterschätzten Reise-Enduros, hier in der schwarzen Variante. Und die Rallye hat halt einen ganz einen eigenen Auftritt. Mit einem massiven Motorschutz unten. Mit einem leichten Auspuff, der dann eben diese 199 Kilo fahrfertig ermöglicht. Spezielle Räder auch. Die Sitzhöhe beträgt stolze 913 mm. Dadurch, dass der Sitz aber recht schmal ist, glaube ich, dass es nicht so schlimm unter Anführungszeichen ist, was die Höhe anbelangt. Die 240 mm Federweg hat ja auch das Standardmodell. Ja, der Passo dello Stelvio ist uns allen ein Begriff. Und die 2758 Meter, die er hoch ist, hat jetzt Moto Guzzi zum Anlass genommen und genau in dieser Stückzahl ein limitiertes Sondermodell auf die Speichenräder gestellt von der Stelvio, die ich ja im Vorjahr schon Probe gefahren bin, also getestet habe. Die Stelvio Duecento Tributo ist eben auf 2758 Stück limitiert. Hat dann Hauptständer serienmäßig, hat Sitz- und Griffheizung serienmäßig, also Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer. Hat den Radar drinnen, also den Abstandradar. Seht ihr vorne. Auch einen serienmäßigen Quickshifter. Also eine richtig fesche Lackierung. So stelle ich mir ein Sondermodell vor. Gelungen. Honda ist natürlich immer ein Pflichtbesuch auf der EICMA. Nachdem wir uns im Vorjahr die rundum erneuerten Afrika Twins gezeigt hat mit der Weltpremiere der Adventure Sports mit dem 19 Zoll Vorderrad, ist heuer ein bisschen weniger los, was Adventure-Motorräder betrifft. Die Transalp hat im dritten Modell ja ein Update bekommen. Leicht veränderte Optik und eben auf Euro 5 Plus adaptiert. Und adaptiert wurde auch der XADV, der Adventure Roller von Honda, den es ja mittlerweile schon 7 Jahre im Programm gibt. Und der ist auch pfiffiger geworden, moderner geworden, besser geworden. Den will ich mir 2025 auch wieder mal anschauen. Hat uns Spaß gemacht, den zu testen, damals wie er rausgekommen ist. Die CAF 300 L Rally kommt mit einer neuen Optik daher, unverändert 27 PS Leistung, aber eben auch jetzt Euro 5 Plus konform, und die hat jetzt natürlich schon ein bisschen mehr Konkurrenz bekommen mit den ganzen neuen Dual Sport Motorrädern, ist aber nach wie vor eine beliebte Variante für Offroad Reisen, ein Motorrad, mit dem sehr viele rund um die Welt unterwegs sind. Ich habe auch auf meiner Tour in Georgien zwei Polen damit getroffen, an der Grenze zur Türkei. Ja, ist einfach ein gelungenes Dual-Sport-Motorrad. Verarbeitet worden ist auch die NT 1100, der Sporttourer, wenn man so will, das Crossover-Bike von Honda, das jetzt auch das elektronische Fahrwerk bekommen hat. Und ich weiß, ich nehme mir schon relativ viel vor,
Aber auch das schreit nach einem Wolfstest im Jahr 2025. Punkto Windschutz, eines der besten Motorräder, das ich in den letzten Jahren fahren habe dürfen. Ist optisch auch leicht verändert worden. Aber vor allem, wie gesagt, die größte Änderung ist jetzt eben, dass sie auch das elektronische Fahrwerk bekommen hat von Showa. Und wenn wir schon bei der Straße sind, für mich auch ein Highlight auf dieser Messe ist die Tiger Sport 800 von Triumph, ein Triple, der auch an alte Traditionen anschließt, an die Tiger 1050 Sport. Ich bin überzeugt davon, dass das Sport den Namen nicht von irgendwo kommt, dass das Ding sehr, sehr agil sein wird. Die 660er Sport war ja schon in ihrer Klasse ein Highlight und diese 800er Sport verspricht wirklich ein sehr, sehr agiles Crossover-Bike zu sein. Der 798 Kubik Dreizylinder leistet 115 PS und ein maximales Drehmoment von 83 Newtonmeter. Und ich kann mir da gut vorstellen, dass der wirklich der sportlichen Fraktion auf der Straße sehr, sehr viel Freude bereitet. Dass das ein agiles Gerät ist mit den 17 Zoll Rädern vorne wie hinten. Also auch ein Test, auf den sich der Wolf für 2025 schon freut. Ducati hat die Multistrada V4 einem umfangreichen Modell-Update unterzogen, sie nicht nur Euro 5 Plus fit gemacht, sondern auch in einigen Bereichen aufgewertet. Hier haben wir die Desert X Discovery, die hätte ich ja eigentlich schon auf meiner Albanien-Tour fahren wollen, aber die ist noch nicht verfügbar gewesen, so ist es dann eben die normale Desert X geworden. Die Discovery ist eben besser ausgestattet noch mit einem serienmäßigen Kofferset, mit Motorschutzelementen, anderen Handguards. Und ich würde sagen, die schreit auch fast nach einem Reisetest. Ich hoffe, ich nehme da nicht zu viel vor für 2025. Aber ihr wisst ja, ein bisschen Zeit zum Mopedfahren werde ich haben. Präsentiert auf dieser EICMA ist ein neuer V2-Zylinder-Motor, der leichteste V2-Zylinder, den Ducati je gebaut hat. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen was noch für die nahe Zukunft erwarten, zum Beispiel eine Multistrada V2, und schon deshalb werde ich auch auf die Intermod in Köln fahren. Royal Enfield hat ja im letzten Jahr die neue Himalaya gebracht, von der ich auch schon einen Test und ein Reisevideo online habe. Jetzt ist ein Scrambler präsentiert worden, die Bier 650 auf Basis der Interceptor. Ja, und das könnte auch was Feines für auf und abseits der Straße sein. Und wie man wahrscheinlich dann auch annehmen kann, zu einem erschwinglichen Preis. Gefällt mir auch im Detail recht gut. Die elektrische Himalaya wird leider nicht in Serie gehen, das wird ein Prototyp bleiben, habe ich heute rausgehört. Da geht man bei Royal Enfield eher auch den Weg, das Elektro
Mobilität, Elektromotorräder eher für den urbanen Bereich gedacht sind. Und da wurde auch im Vorfeld der EICMA was vorgestellt. Die Flying Flyer. Und die soll wirklich so, ziemlich genau so, in absehbarer Zeit herumfahren in unseren Städten. Bei Vogue, wieder ein chinesischer Hersteller, der schon mit der 300er Rallye aufhorchen hat lassen und dann mit der DS900X. Und jetzt hat man die DS800 Rallye präsentiert mit 21, 18 Zoll Reifen, 213 Kilo fahrfertig. 850 mm Sitzhöhe. Das schaut schon nach einem sehr, sehr geländetauglichen Gefährt aus. 93 PS, 81 Newtonmeter. Zu den Federwegen gibt es noch keine Angaben hier. Aber optisch gelungen. Auf alle Fälle eine Bereicherung für den Reise-Enduro-Markt. Ja, und die Chinesen haben es da wirklich auf diesem Markt abgesehen. DS 800 Rallye von Vogue, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf alle Fälle schaut es gut aus und vielleicht bekomme ich ja die Möglichkeit, auch herauszufinden, wie sie sich fährt. Ich würde mich dazu bereit erklären. Moto Morini. Eine 450er. Schaut auch richtig leibend aus. Ja, da tut sich wirklich einiges so bei diesem A2-Führerschein. Reise-Enduros. Fesche kleine Reise-Enduro mit einem 21 Zoll Vorderrad. Da haben wir die X-Cape 700 von Moto Morini. Und die X-Cape 1200. Schauen gut aus. Wie sie sich fahren, weiß ich noch nicht, aber vielleicht kann ich es ja irgendwann einmal herausfinden. Mit einem mächtigen DFT-Display. Wir haben ein fahrfertiges Gewicht von 245 Kilo, Sitzhöhe von 860 mm. 19, 17 Zoll Bereifung und 180 mm Federweg vorne und hinten. Ja, das ist durchaus eine Reise-Enduro für die Tour zu zweit. Schaut nach komfortablen Sitzen und viel Platz für die Sozia aus. Hier ausgestattet mit einem Alu-Koffer-Set. Moto Morini X-Cape 1200, sicher auch am Motorrad, das man sich anschauen kann. CF Moto, ein weiterer chinesischer Hersteller, hat ja im Vorjahr mit der 450 MT Multiterrain voll eingeschlagen. Jetzt hat man die 700 MT überarbeitet
aber vor allem eine 800 MTX auf die Speichenräder gestellt, mit 21, 18 Zoll Rädern, mit 230 mm Federweg vorne wie hinten. Gewicht fahrfertig wird angegeben mit 220 Kilo. Ja, das scheint mir schon auch eine durchaus offroad-tüchtige Reise-Enduro zu sein. Haben wir auch wieder ein großes TFT-Farbdisplay im Hochformat. Die bekannten Armaturen von CF Moto. Sitzhöhe wird mit 830 bzw. 870 mm angegeben. Der Motor kommt aus 799 Kubik rein, Zweizylinder von KTM, also vom Joint Venture mit KTM zum Einsatz. Also scheint mir schon eine sinnvolle Weiterentwicklung der normalen 800 MT Multiterrain. Schauen wir mal, wie es da das Motor-Mapping hinbekommen haben. Leistet in der 800 MTX 90 PS. Und das ist ja an sich ausreichend für eine Reise-Enduro. 230 mm Federweg ist auch richtig ordentlich. Da haben wir zum Vergleich die normale 800 MT Multiterrain. Was CF Moto auch noch hat, im Vergleich zu vielen anderen, aber wie zum Beispiel auch Honda, dass man wirklich Android Auto oder Apple CarPlay am Display aktivieren kann. Das dürfte jetzt nur so eine Demo-Variante sein. Aber auf alle Fälle ist es schon eine wunderbare Geschichte, wenn man da auch die verschiedensten Navigations-Apps verwenden kann. Gibt es nach wie vor nicht bei vielen Herstellern. Ja, die Kurve 450 Rallye sind ja schon einige von euch gefahren, ich noch nicht. Wir hatten es beim 1000 PS Offroad Test dabei, wo ich keine Zeit gehabt habe. Ist sicher auch ein interessantes Bike, weniger für die Reise, sondern mehr für wirkliche Rallyes. Da haben wir die Kurve 800 Rally. Ein Gewichtswunder, wie ihr wahrscheinlich wisst. Schauen wir auf die technischen Daten. 179 Kilo. Ja, die Chinesen machen wirklich Druck. Hier ist die 800X Pro. Mit 183 Kilo, was ja ebenso eine Ansage ist. Ist jetzt wie gesagt nicht neu, sind zwar jetzt neu überarbeitet, auch auf Euro 5 Plus. Aber auf alle Fälle wert getestet zu werden, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Das ist dann für so eine One-Man-Show wie mich noch ein bisschen schwieriger, da ranzukommen. Aber ich werde mich auf alle Fälle bemühen, damit ich die auch für euch einmal gefahren bin. Und für mich. Freunde, das war es jetzt auch schon wieder von meinem kleinen Überblick über die Reise-Enduro oder Reise-Motorrad-Neuheiten
fürs Modelljahr 2025. Natürlich wie immer subjektiv aus der Wolfsperspektive. Neben dem eingangs erwähnten Einzug der Automatikgetriebe in viele Topmodelle verschiedenster Hersteller hat mir persönlich ganz besonders taugt, dass die Dual-Sport-Motorräder eine Renaissance erleben. Die kleinen Dual-Sport-Motorräder, wie zum Beispiel von Suzuki und KTM, die leistbar sind, die leicht sind, die es sowohl als Enduro als auch als Supermoto gibt, speziell für die Jugend. Und die Enduros, die kann man sich gut adaptieren als Reisemotorräder. Also da freue ich mich schon auf einige Tests im Jahr 2025, auch von den großen Reise-Enduros natürlich. Wenn euch das Video taugt hat, dann seid so gut und lasst mir einen Daumen hoch da, schreibt es in den Kommentaren unten rein, was eure Highlights auf der Messe sind oder im Modelljahr 2025 sind. Seht mir nach, dass ich nicht alles beachten habe können, dass ich manches wirklich nur gestreift habe. Es ist so viel los an einem Tag für einen Mann alleine, kaum machbar. Ich bin da auch ein bisschen umhergeirrt in den Hallen. Trotzdem freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch, wenn es euch taugt hat. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch ganz, ganz wichtig, hört mir noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch die Glocke aktivieren, damit ihr meine Videos in Zukunft nimmer mehr versäumt. Und morgen mache ich ja noch eines hier, allerdings wird das dann am Kanal von 1000 Bs erscheinen.